wir haben heute Feiertag. Die Royal Mail ist um 10% gestiegen gestern. Wir sollten ja die Kurse nicht anschauen, Uwe. Die UBS hatte doch 440 als Kursziel gesagt und sie steht jetzt bei 490. Wahnsinnig. Das kann man einfach nicht sagen, oder? Ich finde das so spannend, all diese Analystenkommentare den ganzen Tag ein und aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe gar nicht, warum die Geld verdienen. Ja, das ist reines Marketing. Das ist richtig früher, Marketing. Ja, früher war es auch nur Marketing. Früher waren die ganz ehrlich und die haben gesagt, die Aufgabe des Analysten ist es, die Aktie zu pushen. Und dann nachher hat man das gratis den Kunden zur Verfügung gestellt, mit der Hoffnung, dass sie mehr traden. Dann hatten natürlich die Analysten, die hatten immer ein großes Interesse, möglichst viele Änderungen ihrer Meinungen zu machen. Also kaufen, und dann wieder verkaufen und wieder kaufen. Das war alles sehr plausibel, oder? Weil man hatte immer einen Kurs, der sich gerade verändert hat, oder? Und die Leute haben gekauft und verkauft und die Bank hat profitiert. Und irgendwann mal hat man das verboten, oder? Du darfst dem Kunden nicht mehr gratis Research geben und jetzt will es niemand. Das ist die Situation momentan. Aber es ist ja eine riesige Community. Es ist bei Rio Tinto, das sind irgendwie 20 oder 30 Analysten, die sich mit dieser Firma beschäftigen. Jeder hat einen vollen Job und verdient sein Geld mit dem Zeugs, aber brauchbar ist es ja nicht. Also ich meine, Kann es echt nicht brauchen, das ist verrückt. Es kommt noch dazu, dass sie massive Interessenkonflikte haben. Also wenn sie Dinge sagen, die konträr sind zur allgemeinen Meinung, das wären ja die Dinge, die eigentlich spannend sind für einen Investor, oder? Ja, dann haben sie ein Riesenrisiko, dass sie falsch liegen, oder? Und danach ist das Problem, das Risiko ist ja immer groß, dass sie falsch liegen. Aber wenn du konträr warst, dann haben sie ein Risiko, den Job zu verlieren. Wenn sie das sagen, was schon alle sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Job verlieren, kleiner. Ja, das ist so genau das. Das ist völlig falsch. Der Anreiz ist eigentlich nur das zu sagen, was schon alle sagen. Das ist ihr Hauptanreiz. Das ist wahnsinnig. Weil wenn sie konträr sind, dann ist dir das Risiko, dass sie den Job verlieren, riesig, weil dann sagen sie, wie hast du nur das sagen können? Alle waren doch anderer Meinung. Also das Risiko ist binominal verteilt, oder? 50%. Rauf oder runter. Das kann nur ich mir leisten, weil ich werde nicht bezahlt, oder? Von der Bank, oder? Ich bin selbstständig. Und ich kann rausgehen und sagen, verkaufe Google, verkaufe Tesla und verkaufe, was war die dritte, Facebook. Auch wenn das ein Jahr lang völlig falsch war, oder? Also das habe ich vor einem Jahr gesagt, oder? Aber es ging immer noch rauf. Und jeder andere, oder der das gemacht hätte in einer Bank, den Job verloren. Ja, zu Recht. Aber ich meine, ich hab wirklich eine hohe Meinung von den Markets, oder? Muss ehrlich sagen, ich habe jetzt Finanz und Wirtschaft etwas dann abonniert gehabt, gelesen. Ich finde die Markets wirklich cool. Aber die Leute, das ist auch spannend. Also, das sind ja wirklich Profis auch. Letztes Jahr, oder? Da haben sie dieses Dividendenportfolio gehabt. Und der Tagesanzeiger, den hatten sie drin am Anfang. Der ist gesunken und gesunken auf etwa 70 Franken, dann haben sie den abgestoßen, oder? Weil sie gefunden haben, ja, eben der sinkt nur, schlechter Titel und so. Und ich habe dann bei 80 gekauft und dann ist er ja explodiert auf 160, oder? Also auch diese Profis, es ist... Wieso sollen sie es besser wissen? Wenn die das wissen würden, dann würden sie doch nicht für den Tagesanzeiger arbeiten. Das ist ganz einfach.